Bevor das Video losgeht, möchte ich noch erwähnen, dass etwa die Hälfte meiner Zuschauer noch keine Abonnenten sind. Das heißt, wenn ihr mich unterstützen wollt, lasst einfach mal ein Like und ein Abo da und jetzt geht's los mit dem Video. Willkommen zurück zu SFS. Ja, heute werden wir weitere Satelliten ins All bringen. Und zwar diesmal zum Mars. Wieder 3 Satelliten. In einem geostationären Orbit, diesmal in einem Mars-Orbit, damit wir eine andauernde Verbindung zum Mars haben, von Erde zum Mars halt. Und dazu benutzen wir natürlich die Atlantis 3 hier. So schwer ist das eigentlich gar nicht, da bleibt eigentlich auch noch eine ganze Menge Treibstoff übrig. Das werden wir dann benutzen, um in der Mikroraumstation die Tanks wieder aufzufüllen. Deshalb wird das auch noch weiterhin im Orbit bleiben, bis wir wieder zurückkommen. Und das bringen wir halt zum Mars. Und nutzen natürlich den internen Treibstoff mit den Düsen, um diesen Orbit zu vervollständigen. Ja, ich würde sagen, fliegen wir einfach mal los. Auf zum Mars. Auf zur Internetverbindung, könnte man sagen. Los geht's.
Da haben wir es geschafft. Hier haben wir die zweite Stufe. Und das ist noch das Stückchen Müll von eben. Zoomen wir mal raus und gehen mal zur Mikroraumstation. Ist leider nicht mehr so viel Treibstoff drin. Aber egal, das fülle ich dann gleich auf. Dann hat sich's. Dann beenden wir mal die Mission von der ersten Stufe. Da haben wir es erfolgreich. Und da haben wir es von der zweiten Stufe auch. Auch ganz erfolgreich. Da ist übrigens auch Mars mit dabei, keine Ahnung warum. Ja, so
Kommen wir mal raus, gehen wir mal zu den Satelliten und schauen wir uns die Satelliten mal an. Noch 88% Treibstoff, der auch und der auch, das ist gut so. Oder? Ich hatte auch ehrlich gesagt ein bisschen Panik, sage ich mal, wegen Phobos. Ich dachte, die Gravitation wäre höher, sodass Phobos meine Satelliten rauskickt, aber dem war nicht so. Und ich habe einen Platz gefunden, speichern wir erstmal ab, bevor irgendwas schief läuft. Ich habe einen Platz gefunden für eine Mars-Basis. Hier ist der Rover und auf der linken Seite ist recht viel Platz, ist recht flach. Und wenn wir vielleicht noch ein bisschen weiter rauszoomen, könnt ihr da diesen Hang sehen an der linken Seite vom Bildschirm. Da bin ich gelandet, bin auch schon eine ganze Menge gefahren. Ja, das hat 5 Minuten gedauert oder so. Der Rover ist halt nicht besonders schnell, nur so 3 bis 4 Meter pro Sekunde. Also ein bisschen gedauert, aber jetzt habe ich Platz gefunden und das ist doch schön so. Ja, da haben wir es geschafft, Leute. Wir sind am Ende der Folge angelangt und ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr mehr wollt, lasst ein Like da und ein Abo, um nichts mehr zu verpassen. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Tschüss.